Alter, mein Schulter. Abwarten, Wadakai. Lol, der schwebt in der Luft, der Stuhl. Da drüben bin ich beim letzten Mal runter. Da ist der eine Vorsprung. Wenn man da runter glitscht, dürfte es funktionieren. Versuchst du auch von der Seite, wo ich runtergegangen bin? Weil ich das noch weiß. Oh, jetzt gewittert's. Ja. So, einmal flupp. Blöde ist, dass man auch so einen blöden Blickwinkel hat. Ja. Wadakai, an die Keule kann ich keine Federn und Zähne dran machen. Das ist die von den Eingeborenen. Die lässt sich nicht weiter aufwerten. Omwert, warte auf mich. Und vielleicht noch an der anderen Keule. Das Problem ist, ich habe nicht genug, Harz. Wow, mein ganzes Zeug ist vergammelt. Ich habe nicht genug Federn, als dass ich sowas tatsächlich auch machen könnte. Lol. Hölle, 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 Hölle. Vielen Dank für den Follow, Osetaus. Ich kenne einen ganz, ganz geilen Trick. Okay, jetzt war der Trick. Scheiße. Du kennst einen ganz, ganz geilen Trick. Ja, pass auf. Witzig. Das ist so, wenn du ganz, ganz nah an diesen Steinen bleibst, ohne dass da irgendwie ein Vorsprung in den Berg reingeht, dann kannst du dich da runterglitschen lassen. Okay. Da habe ich deine Follower-Animation gesehen. Sehr geil aus. Hast du auch gesehen bei dem Soul, Soul Reaper, ja, bei dem Reaper, was da steht? Hat er halt tatsächlich vor dem Collector noch Soul hingeschrieben. Reveler in Soul Collector. Könnte mir jemand von euch donaten? Ich möchte es nämlich aussehen, wie das aussieht. Affection. Was denn? Ich kann nicht donaten, ich habe kein PayPal. Ja, mir selber nur nennen kann ich glaube ich auch nicht, von daher. Kannst doch glaube ich den Ding anzeigen lassen, oder? Was anzeigen lassen? Symbol anzeigen lassen, als Test. Ja, aber dann müsste ich jetzt komplett raus haben. Oh, ja, stimmt. Ups, jetzt rutsche ich runter. Oh, es wird feucht von oben und schwupp rutsche ich von alleine runter, läuft. Moment, wo bist du eigentlich tot? Naja. Ich bin ziemlich weit runter geglitscht und das letzte Stück, da war da so ein Vorsprung, den ich nicht gesehen habe. Ah, scheiße. Ich bin doch schon, ich dusche hier doch schon förmlich im Wasserfall, Wadakai. Ja, ich bin so gut wie ganz unten, das ist richtig und es wird bald dunkel. Alter, Sabrina, geh mal erkunden, wir schauen dir zu. Ja, ist mir schon klar. Wie wär's denn, wenn ihr mit runterkämt? Ja, bei 100.000 versuchen. Versucht's weiter. Ich komme nirgendwo auf die Felssprünge, Vorsprünge drauf. Auf die großen, damit ich nicht drinnen rumlaufen muss. Gefällt mir nicht. Nein, 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 ich bin tot. Ja, tut mir leid, Wadakai. Wenn du aber siehst, wo der große Eingang ist, kannst du versuchen, da schnurstracks rüber zu rennen. So wie beim letzten Mal. Ja, aber alleine komme ich da ja auch nicht weiter. Das haben wir ja beim letzten Mal schon festgestellt. Außerdem weiß ich auch nicht mehr, wo der Eingang genau ist. Das ist das Problem. Ich komme auch nirgendwo mehr groß hier hoch. Es wird dunkel. Der musste da mal weiter rennen.
Deine Zuschauer freuen sich. Bei Mr. Fatty mit McFatFat und den Gott, Dingern. Maxim, du musst jetzt gleich gucken im Chat. Also Stream meine ich. Er sagt das doch. Danke, Mikey. Vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, ob Max ihn jetzt gesehen hat. Juhu, ja. Das ist mein neues Donation-Bild. Mir zusammengebastelt. Ah, nein. Danke, Mikey. Siehst du das? Ich will hier nicht im Dunkeln alleine rumlaufen, Mama. Nein, Quatsch, das wollte ich doch da nicht hinhaben. Oh, Mann. Ja, bitte. Baut man das eigentlich? Tatsächlich mit Loks, wow. In der Namen. Oh, ich bin gleich wieder da. Dritter Versuch. Oh nein, Versuch. Ich muss mich runtergerutscht. Ne, vierter schon mittlerweile. Ja, bin mir auch. Hi. Boah. Ich hier schon sterben? Hm? Onkel Dagobert, genau. Was war noch neu? Host. Der Host, ja. Der hat jetzt auch ein anderes Symbol. Ja, genau. Frag doch mal Gronkh, ob er mich mal eben hosten kann. Das ist eine gute Idee. So. Geht mir ernsthaft ein Stick. Wow. Hier ganz nah am Rand bleibt. Und immer wieder Richtung Fels drückt. Dann kann man bis fast ganz runter glitschen, aber die Scheiße ist jetzt in der Nacht, siehst du ja gar nichts. Ja, mein Problem ist gerade, ich habe auch nichts zu essen hier unten. Ich habe noch einen Riegel. Stellt sich aber auch manchmal an. Ja, aber im Dunkel, weißt du, wenigstens im Tag im Dunkel finde ich den scheiß Eingang doch nicht mal. Will man die Nacht über warten. Keine Chance für mich. Oh. Ich sehe im Dunkeln ja nicht mal, wenn ich eins von den Viechern in den Arme laufe. Ich weiß nur, sie sind hier unten und davon nicht zu wenig, ey. Wo war jetzt nochmal der Wasserfall, verdammt? Der ist hinten hier bei mir. Mich mal von ja, der wenn Seite du noch ein bisschen weiterläufst in meine Richtung, gab es da oben ein paar schöne Vorsprünge, über die man nach unten kam. Wie gesagt, mit dem Glitschen geht es auch, aber das muss wirklich eine Felswandseite sein, wo du keine nach innen ragenden Löcher hast, sag ich mal, eine Felswand selber. Hm. Oh Leute, jetzt wird es noch kalt. Ja, geht mir hier unten auch nicht anders. Ich wollte mir eigentlich ein Feuer anmachen, aber ich habe keinen einzelnen Stick mehr. Ein einziger Stick, weißt du, fehlt mir. So. McGlitcho de la Glitcho. Du musst halt, du schaffst es auf jeden Fall nicht nach unten komplett ohne Medizin einzuschmeißen. So viel steht fest. Macht Feuerzeug an, du Idiot. Ja, jetzt habe ich schon wieder verloren. Ui! Ja, du fällst zu schnell, zu tief. Oh, aber du lebst noch? Nee, nee. Ist sein, du kannst mich holen. Nee, ich komme nicht mehr hoch von hier unten. Ja, nachts kann ich das sowieso vergessen. Da sehe ich die Felswände nicht. Vorhin hat das super gut geklappt, es hat nicht mehr viel gefehlt. Und dann war da ein so ein beschissenes Loch. Und dann bist du runtergefallen. Hm. Ja, und ich komme von hier unten halt auch nicht mehr irgendwie ansatzweise hoch. Von daher, ich gehe jetzt auch nicht in der Nacht nach da ganz unten und gucke, wo der Eingang ist, weil den finde ich nicht. Aber am Tag. Ja, am Tag könnte ich danach suchen, wenn ich denn eine Chance habe gegen die 50 Millionen Monster, die hier unten rumrennen. Muschi Klaus und Galoppel 1 und Fatty Mac Fett. Prinzipiell können wir, wenn wir unten in der Brücke, in dem Loch nicht weiterkommen,
auch für heute schon mal wechseln auf 7 Days. Ja. Jetzt warten wir noch bis Tag und dann versucht ihr euer Glück nochmal. Gucke mal, weil das Problem ist, das hatten wir ja mit Romiat beim letzten Mal schon. Unten in der Höhle kommst du halt alleine definitiv nicht weiter. Ja doch, weiter kommst so du schon. Aber an einer Stelle ist Wasser, wo du alleine, wenn dir einer die Richtung nicht sagt, so ungefähr nicht mehr zurückfindest. Da bin ich ja verreckt, ich bin im Wasser verreckt. Ja gut, ich bin gar nicht erst bis zum Wasser gekommen, weil ich vorher schon getötet worden bin. Weil da ganz schön viel Action war. Außerdem ist es unheimlich alleine. Aber das mit dem Wasser war schon vorher in der Höhle. Weil da war ich auch mit bei. Ja, davon gibt's mehrere, aber Romy hat scheint da noch ein anderes Loch gefunden zu haben. Nee, meinst du, ich bin hier runtergekommen. Du musst ja irgendwie auch auf einem normalen Weg nach hier unten kommen. Es kann nicht sein, dass du über die Wände nach unten glitschen musst oder auf gut Glück oder so. Das ist im Normalfall nicht. Du brauchst auf jeden Fall auch die Taucherrüstung. Ich weiß noch, beim letzten Mal haben Max und ich es geschafft, sich runtergleiten zu lassen. So, und dann sind wir irgendwann zu diesem Wasser gekommen. Und da bin ich halt draufgegangen, nach mir ist er draufgegangen und dann hast du es ja irgendwann runtergeschafft. Ja, da sind wir aber nicht so runtergeglitscht, da sind wir den Weg normal über die Höhle, die oben durch bei dem einen Zelt runterführt. Aber die Hälfte. Da war denn nur das, genau. Ja, nur die Hälfte, genau. Und dann bist du runtergesprungen und ich bin runter. Maxi, du musst jetzt den Stream gucken. Mikey hostet mich. Danke, lol. Mikey. Oh, aber ich sehe gerade texttechnisch reicht das ein bisschen, ragt das ein bisschen in mein Bild rein. Aber das kann ich später anpassen. Wenn ich jetzt raus habe, leckt es wieder bei den Jungs. Lol. Meine Höllenpussy. Ja. Ja, das Ding ist ja, jedes Mal, wenn ich dich ghostet habe, da ging es ja dann komischerweise nicht. Da hat er einen Stand gezeigt. Ja, ich weiß nicht warum. Ich habe das manchmal auch. Bei Omme zum Beispiel habe ich das öfter auch mal. Dass es bei mir bloß im Chat auftaucht, aber es nicht angezeigt wurde. Mhm. Bei Mikey wurde es jetzt sowohl im Chat angezeigt, auch als im Stream. Mal gucken, vielleicht lag es auch an Subalert, dass das teilweise nicht im Stream angezeigt wurde. Schauen wir mal. Was war das denn jetzt? Wie so ein mega fettes, großes Teil eingesammelt. Ich wollte gerade sagen, wird das heller, aber das ist der Mond, der da oben auftaucht. Deswegen ist hier unten so hell. Da hinten gammeln unsere zwei Freunde rum. Das andere Dickerchen ist irgendwo da hinten hinterm Felsen. Und dann sind hier unten auch, glaube ich, noch die anderen. Im anderen Abschnitt, ganz da hinten. Und irgendwo, keine Ahnung wo, ist da unten der Durchgang. Oh, lol, ich bin am Verhungern, ne? Letzter Riegel. Der wird nicht lange halten, ey. Naja, selbst wenn wir da unten sind, haben wir nichts dabei. Weil unsere Rucksäcke sind irgendwo da an der Wandspalte. Ich müsste das Ding vielleicht auch anzünden. Aber bis ganz nach hinten kriege ich es nicht geworfen. Von hier aus. What the fuck, warum explodiert das Ding nicht? So viel komisches Dynamit. Okay, was war denn das? Mit was muss ich denn das? Nein, 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 schon wieder. Wenn da was Ganzes ausprobieren, man springt da so weit rein, wie wir unten am Boden liegen und Sabrina hat, wie viel Medikits hast du nur noch? Ich hab 3. Damit könnte sie und uns. Ich kann. Und ich hab noch ein. Warte mal. Mein Nacken. Ich hab noch 4 Mets.
Kann sogar 5 machen. Notfall ja. Sogar noch.